Das ist crazy. Ja, jetzt fängt halt das Open World Ding an, ne? Wagt es. Am jetzt mega cool. Das war's. Unterwegs werden dir immer wieder freundliche Tiere begegnen. Das ist kein Helfer. Zum Beispiel sind streunende Schokobo-Küken ein sicheres Zeichen, dass sich in der Schokobo-Haltestelle in der Nähe befindet. Ah, okay. So, hier ist ein Scheideweg. Wir können auch erst kurz hier hin. Okay, ich muss irgendwie da hoch. Cool, okay. Die geben mir Tipps. Sehr stark. So gut durchdacht. Holy shit. Alle Lebensquellen kannst du analysieren, zum unterirdischen Verlauf Lebensstrom durchführen und auf diese Weise erlangst du Wissen über die umliegenden Orte. Wenn du einen Ruf einer Quelleneule folgst, wird sie bestimmt einer Lebensquelle führen. Okay, das ist eine Quelleneule. Eine Lebensquelle. Oh, Alter. Okay. Merci für die ganzen Sachen hier. Das ist aber auch sehr belohnend, ne? Also Open World lohnt sich halt auch. Lebensgeleitete Daten von Jetley übermittelt. 5 WP erhalten. Durch die Analyse der Lebensgeleitete kann das Wissen Lebensstrom entschlüsselt werden. Du kannst Regionsberichte über die Weltberichte einsehen. Gehe in Chatley Regionsberichte, um weitere dein Wissen über die Geschichte und die geografischen Eigenschaften der Eigenheiten der verschiedenen Regionen. Die Geschichte von Kalm. Es gab tatsächlich einige neue Informationen. Quellen des Lebensstroms, so wie diese, existieren an vielen Orten. Die Menge an Mako, die dort fließt, ist gering.
Daher sind sie für Shinra nicht von Wert. Aber uns liefern sie unschätzbar wichtige Informationen. Hoffentlich findest du noch viele weitere von ihm.